Massive Deutschprobleme. Jeder dritte Erstklässler in Wien versteht Lehrer nicht. Wienweit werden 35,7% der Schulanfänger als außerordentliche Schüler eingestuft. Das sind Kinder, die zu wenig Deutsch sprechen und verstehen, um dem Unterricht zu folgen. 66,7% davon sind bereits in Österreich geboren. 77,5% besuchten mindestens 2 Jahre den Kindergarten. Besonders besorgniserregend ist die Lage in 5 Bezirken. Margareten, Otterkring, Brigittenau, Favoriten und Meidling. Dort sprechen sogar über 50% der Erstklässler kaum oder schlecht Deutsch. In Margareten sind es sogar über 2/3. Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer fordert mehr Deutschförderung an Kindergärten und Pflichtschulen. Laut ihm ziehe der Sozialmagnet Wien unzählige Menschen in die Stadt. Gleichzeitig setze die Stadtregierung aber keine Maßnahmen, um diese auch zu integrieren. Harald Zierfuß, Bildungssprecher der ÖVP Wien, meint, dass das ein Totalversagen der Bildungs- und Integrationspolitik von SPÖ und NEOS sei. Auf rund 20.000 Kindergartenkinder mit Deutschförderbedarf in Wien kämen nur 300 Vollzeitstellen an Deutschförderkräften, laut Zierfuß. Neben Deutschförderungen fordert die ÖVP auch verpflichtenden Kindergarten ab 3 Jahren für alle, die nicht ausreichend Deutsch können. Welche Sprache hast du als erste gelernt? Schreib es in die Kommentare.